Freunde des Make-ups, herzlich willkommen auf meinem Kanal zur ersten Challenge der NYX Face Awards Germany 2018. Es gab das Thema Vintage Dolls und hier ist meine Interpretation davon. Und zwar ein Nussknacker aus den 80er Jahren, besser gesagt eine Nussknackerin. Und wie ich die gemacht habe, möchte ich euch in diesem Video zeigen. Ich muss mich ein bisschen beeilen, denn heute ist Sonntag und das Video wird heute noch online gehen. Deswegen starten wir jetzt einfach und ich erkläre euch, wie ich das Ganze so gemacht habe. Ich habe damit begonnen, mir Dreiecke aus Pappe auszuschneiden. Ich habe die Farben Pink und Türkis gewählt, weil das eben knallige Farben sind, die zu dem Nussknacker, den ich hier im Intro hatte, auch gepasst haben und ja, die auch so sehr stark in den 80er Jahren vertreten waren. Dann habe ich mir Walnüsse genommen, die ich pink angesprüht habe mit Lebensmittelfarbe. Und eine davon habe ich auf diesen Hut draufgeklebt. Zusätzlich habe ich noch zwei verschiedene Glitzer von NYX benutzt. Einmal in der Farbe Teal, das ist dieses Türkis, und einmal in der Farbe Rose. Das ist das Rosa, wie man sich wahrscheinlich denken kann beim Namen Rose. Dann kommen wir zu meinem Gesicht. Keine Sorge, ich habe das ganze Video über etwas an. Man sieht es nur nicht immer im Bild. Und ich habe angefangen, mein Gesicht zu primen und dann Make-up aufgetragen. Und zwar in der Farbe Medium Olive, weil ich komme gerade aus dem Urlaub. Ich war, glaube ich, noch nie so braun. Und selbst die Farbe war mir zu hell. Halleluja. Was aber nicht schlimm war, weil ich eine helle Grundlage brauchte für das, was ich gleich noch machen werde. Als nächstes habe ich mir dann erstmal einen Konturstick genommen, den NYX Wonder Stick, und der sieht auch schon relativ abgeranzt aus, weil ich den fast immer benutze, wenn ich konturiere. Und erstmal meine Wangen etwas hervorgehoben, meine Nase, mein Kinn und auch ja, ein paar Schatten im Gesicht kreiert. Diese Holzschatten, weil ein Nussknacker ist ja aus Holz und nicht aus Porzellan oder so, habe ich dann mit einem braunen Lingerie Lit Lipstick, also nur fürs Lid. Es war kein Lippenstift, sondern ein Lidstift. Ja, vertieft. Das gleiche habe ich natürlich auch nochmal an den Wangen gemacht und an der Nase. Und ja, ich würde sagen, Nose Contour Game ist auf jeden Fall strong hier. Meine Nase sieht aus wie so ein viereckiger Kasten. Sollte sie aber auch aussehen. Also es sollte ja ein viereckiger Kasten sein. Es sollte ja eine geschnitzte Nase darstellen. Lustig, wie man einfach seine Knochenstruktur mit Farbe so optisch verändern kann. Ich finde das jedes Mal verblüffend. Danach geht es an die Augenbrauen. Erstmal ein bisschen Augenbrauengel draufgepackt und dann mit einem blauen Vivid Bright die Augenbrauen nachgezeichnet. Soweit so gut, dann geht es an die Holzstruktur. Hierfür benutze ich wieder diesen Lingerie Lit Stick und noch ein paar andere Lingerie Lit Sticks, alle in so Brauntönen und in Weiß. Und da versuche ich dann so eine Maserung aufs Gesicht aufzubringen. Die sollte nicht zu detailreich sein, weil das nicht so vom Make-up ablenken sollte, aber man sollte es trotzdem als Holzmaserung erkennen. Man kann sich da ganz gut orientieren an halt echten Holzstücken und man muss sich eben merken, dass Holz meistens immer nur in eine Richtung gemasert ist. Also hier in dem Fall von oben nach unten gehen alle Linien und teilweise dann halt so ein bisschen geschlängelt. Das Ganze habe ich dann mal abgepudert mit einem etwas dunkleren Ton, damit sich das Ganze so ein bisschen ineinander verblendet. Und dann gehen wir ans Bodypainting. Bodypainting ist eigentlich nicht so mein Ding. Ich arbeite meistens eher so mit SFX und so, aber ich habe mir gedacht, heute versuche ich mal was anderes und ich versuche mich mal daran, meinen Körper mit bunten Farben anzumalen. Und was ich dafür tatsächlich benutzt habe, sind die Liquid Suede Lippenstifte von NYX und noch einen anderen Lippenstift, den blende ich aber gleich auch ein. Das hat wieder erwartend sehr gut geklappt, weil mit normalen Bodypaint-Farben, zumindest mit denen, die ich habe, habe ich oft das Problem, dass die nicht so richtig decken. Das hier hat jetzt richtig heftig gedeckt. Es ging auch wieder sehr schwer ab, das war dann vielleicht der Nachteil, aber nach ein bisschen Schrubben und so ging auch das wieder ab, also alles super. Ja, hier habe ich hier eben so einen pinken Kragen gemalt und dann noch so pinke Schulterpolster und das Ganze zwischendurch dann mit Blau ausgefüllt. Da habe ich dann auch noch einen Macaron-Lippenstift in Blau genommen, weil da irgendwie dann für so eine große Fläche war das irgendwie einfacher, als mit einem Liquid Suede zu machen. Anschließend habe ich die ganzen Ränder so ein bisschen schattiert, indem ich verschiedene Lidschatten genommen habe aus verschiedenen Paletten, alle in verschiedenen Blautönen. Jetzt habe ich dreimal das Wort verschieden gesagt, mein Wortschatz ist heute auch wieder on point. Ja, um dem Ganzen ein bisschen mehr Dimension zu geben. Und auch hier sieht man, am Kragen habe ich jetzt nochmal den Stift aus den Augenbrauen benutzt, diesen Vivid Bright, weil ich das ganz schön finde, wenn sich unterschiedliche Farben überall im Make-up wiederfinden. Das gibt dann so ein stimmigeres Bild, meiner Meinung nach. Kommen wir zum Make-up der Nussknackerin. Das ist wie in den 80er Jahren knallig und auch hier in den Farben Pink und Türkis oder Blau gehalten. Hierfür habe ich einen Prismatic Shadow von NYX benutzt in der Farbe Dollface, der übrigens sehr gut deckend war. Pink ist sonst ja nicht so meine Farbe, aber hier hat es mir sehr gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Und das Ganze mit verschiedenen stark glitzernden Blautönen aus der NYX Ultimate Palette in der Farbe Smokescreen genommen. Um meine Augen optisch zu vergrößern, benutze ich dann noch den Milk Pencil, also den Jumbo Pencil in der Farbe Milk, unterm Auge und umrande dieses neue Auge auch noch mit Braun. Ja, dann habe ich noch Blush aufgetragen. Also eigentlich alles, was ich hier sage, könnt ihr ja auch im Video sehen. Dann ging es an die Lippen. Hierfür habe ich dann nochmal einen etwas anderen Pinkton verwendet. Und zwar war das einer von den Full Throttle Lipsticks in der Farbe, einen Moment, ich gucke gerade nach, ich habe es hier in der Hand, Little Kiss, irgendwie sowas. Und um meinen Holzmund, der die Nüsse knackt, optisch hervorstehen zu lassen, habe ich schwarz an den Rest meines Kinns aufgetragen. Ne? Also kann man sich ja denken, also da wo schwarz ist sozusagen, steht das dann zurück und der Mund tritt hervor. Und zum Schluss habe ich nochmal den Glitzer von eben in der Farbe Rose mit dem Glitter Primer zusammen auf meine Lippen gegeben, um dem Ganzen ein bisschen mehr Drama zu verleihen. Ja, dann habe ich versucht, nochmal ein paar von den Nüssen aufzukleben, hat aber nicht geklappt, wie man gesehen hat hier, weil es fällt sofort wieder runter. Irgendwie hat es da vorne nicht geklebt. Da habe ich mir gedacht, komm, mache ich das anders. Ich habe dann diese nochmal braune Nüsse genommen und die wie so Abzeichen, beim Militär haben die Leute ja auch immer so Abzeichen auf ihren Schultern kleben, also so Streifen oder so, und auch Piloten haben sowas ja auch. Und genauso habe ich mir die dann auch auf die Schultern geklebt, auf jeder Schulter 3, und das hat dann irgendwie noch besser gepasst. Also manchmal kommen die besten Ideen während des Schminkens. Dann fehlten nur noch die Wimpern und die Perücke. Und am Schluss habe ich dann noch den Hut aufgegeben. Ich kann euch sagen, bis der mal gehalten hat, das hat ewig gebraucht. Ich musste da hinten drin so viele Klammern befestigen. Aber das sieht man Gott sei Dank nicht auf dem Video. Und für die Ohren habe ich mir auch nochmal welche von den Dreiecken, die ich eben auf den Hut geklebt habe, an die Ohren gemacht. Die 80er sind ja dafür bekannt, dass da nicht so viel Kleinzeug ist, sondern große Formen, zum Beispiel große dreieckige Ohrringe und nicht zu viel Schnickschnack, aber dafür auf große Muster gesetzt wird und knallige Farben. Ich hoffe, euch hat diese Interpretation von meinem Nussknacker gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ihr von meinem Video haltet, wie ihr die Idee findet, was euch gefällt, was ich hätte besser machen können, keine Ahnung. Irgendwas dürft ihr mir schreiben. Ich versuche auch allen zu antworten. Ansonsten werde ich in naher Zukunft auch die Seite von den Face Awards hier unten in der Infobox verlinken. Da könnt ihr dann auch die anderen Teilnehmer sehen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal auf meinem Kanal. Drückt mir die Daumen. Ciao!